Es ist derzeit eine riesengroße Baustelle, das ehemalige Weidemann-Anwesen, die heutige Steinergasse 18. Dass hier in 2 Wochen bereits wieder Partyvolk, das dann komplett renovierte Roxy stürmen soll, scheint derzeit noch sehr unwahrscheinlich. Wir werden alles dran setzen und wenn wir Tag und Nacht arbeiten müssen, am 29. Juli soll das Roxy eröffnen. Der Plan ist, dass dann eigentlich wieder alles so ist wie früher. Die Gäste sollen ihr Roxen zurückerhalten. Die alten Tische und Stühle werden wieder eingebaut und auch an der Dekoration soll sich nichts ändern. Das Jimi Hendrix Graffiti neben der Tanzfläche wird vom Originalkünstler nur ein paar Zentimeter nach unten verschoben. Aber auch wenn vordergründig fast alles beim Alten bleibt, passiert ist doch einiges. Das Roxy wurde technisch auf komplett neuen Stand gebracht. Dadurch, dass Toiletten eingebaut worden, neue Lüftungsanlage eingebaut worden, ein neuer Brandschutz geschaffen werden muss. Also wie heißt das, die heutigen Brandschutzvorschriften mussten eingehalten werden, waren doch erhebliche Eingriffe hier in diesem Mietbereich notwendig. Auch die gesamte Elektrik musste erneuert werden. Die alten Lampen bleiben aber drin. Bemerken werden die Besucher den neuen Wind im Roxy an einigen Stellen trotzdem. Neben den Toiletten ist auch der Standort des DJs neu. Nicht mehr hinter der Bar, sondern künftig auf der Empore neben der Tanzfläche. Es gibt einen Raucherbalkon über dem Eingang. Wir haben in der Diskothek eine Schallschutzschleuse. Bedeutet, man geht durch die Schallschutzschleuse durch und dann ist man am Raucherbalkon. Wir schauen jetzt, ob das funktioniert. Natürlich, wenn es bei den Nachbarn irgendwas gibt, dann können die jederzeit auf uns zugehen, dann kümmern wir uns drum. Da finden wir Lösungen. Und neben dem Eingang soll auch eine komplett neue Roxy-Bar entstehen, die laut Plan ebenfalls am 29. Juli eröffnet. Es hat ja früher immer diesen Roxy-Mittwoch gegeben. Und mittwochs haben wir jetzt unten die Bar, Mittwoch und Donnerstag. Und Freitag, Samstag, wie gewohnt, hier oben ganz normal die Diskothek. 250 bis 500.000 Euro wird die Sanierung des Roxy am Ende gekostet haben. Unbezahlbar, aber sicher das Gefühl für viele Straubinger, wenn sie in ihrem Roxy wieder abfeiern können.